Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich die viereckige Rough and Tough Form von Modes and Shapes verwenden und ich habe vor, den Crushed Ice bzw. Larimar Effekt zu gießen. Und ich fange auch schon an, meine Farbe zu mischen. Das erste ist das White Crystal von Etta Art Resin Ink. Das ist relativ stark, das White Crystal oder auch von Octopus, das Enuki, verwende ich gerne für diesen Effekt. Das Harz, was ich hier verwende, ist ein niedrig viskoses Harz. Also für den Effekt am besten immer ein dünnes Harz verwenden, wenn ihr in den tiefen Formen gießt. So, das Ganze habe ich jetzt gut verrührt. Und dann nehme ich mir noch Pearl Mica Powder, also Interference Pearl. Gib das in mein Weiß hinein, einfach nur so ein bisschen, das seht ihr hier. Damit das Ganze noch so ein bisschen, so einen leichten Effekt bekommt durch das Pearl. Das Ganze verrühre ich gut. Ich habe gedacht, ich hätte es gut verrührt. Ihr seht später, dass da noch kleine Partikel in meinem Endergebnis sind. Also deswegen immer den Hinweis, verrührt bitte noch mal eine Minute länger als zu wenig. Anscheinend habe ich da nicht gut genug gerührt. Da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. So, und die zweite Farbe hier ist das Berry. Das ist Pigment Drop von Etta Art. Und ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Ich habe da so einige Tropfen hineingegeben, bis ich halt die Farbe ungefähr hatte, die ich haben möchte. Verrühre mir das Ganze auch wieder ziemlich gut. Also müsst ihr vielleicht noch mal in dem Video zurückgucken. Ich weiß, ich habe jetzt wirklich nicht mitgezählt, wie viele Tropfen ich genommen habe, weil ich mache das immer so nach Gefühl, Pi mal Daumen, und irgendwie zähle ich da auch nie so richtig Gewicht, Tropfen und solche Sachen. So, meine nächste Farbe ist das neue Braun Pigment Drops von Etta Art. Und da habe ich gedacht, ich nehme die jetzt mal, um diese dunklere Farbe zu nehmen. Und ich nehme ja immer gerne Braun für diese Effekte, weil ich finde das immer, es gibt einen weicheren Abschluss in der Farbe. Wenn man Schwarz verwendet, hat man die Gefahr, dass das Ganze schnell schmutzig wird. Und mit Braun werden halt die Farben ein, zwei, drei Nuancen dunkler, aber sie werden nicht schmutzig. Und das ist wirklich schön. Und schaut mal, es ist ein wirklich tolles Braun, also richtig schön. Schokoladenbraun, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist das erste Mal, dass ich die Brauntöne, also das Braun Pigment Drop, verwende. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt nehme ich hier meine Form und fange natürlich an mit dem Weiß und gebe das in beide Formen hinein. Ich versuche das so gut wie ich kann aufzuteilen. Seht ihr jetzt hier, ich gieße immer einfach in die Mitte hinein und lasse das Harz dann fließen, und damit komme ich an sich ganz gut klar. Ich verteile mir, wie gesagt, mein Weiß auf beide Formen, dass das einigermaßen gleichmäßig aufgeteilt ist. Ja, ich gieße halt den Crushed Ice oder Larimar-Effekt, den gieße ich unheimlich gerne. Ich finde das so schön mit den weißen Crackles, und man kann ja alle möglichen Farben gießen und mir gefällt das sehr gut. Es ist das erste Mal, dass ich den Effekt mit den Pigment Drops gieße. Ja, da war was in meinem Harz, das muss ich mal eben rausholen. Und dann kann ich auch mit dem Berry anfangen. Gieße das in meine Form hinein oder auf mein Weiß. Versuche da auch Hälfte-Hälfte zu machen, was ich da in meinem Becher habe. Jede von den Rough and Tough Formen, also von diesen viereckigen Formen, kann 200 Gramm Harz vertragen. Dann habt ihr das bis zum Rand voll. Also für beide Formen zusammen müsst ihr insgesamt 400 Gramm Harz anmischen. Ich mische immer einen kleinen Tacken mehr an, weil ein bisschen bleibt ja doch immer im Becher hängen. Und ja, da müsst ihr mal schauen, wie ihr klarkommt.
So, und jetzt nehme ich das Braun. Ist sehr ungewöhnlich, dass man dann Braun nimmt. Sieht auch ein bisschen komisch aus, muss ich ja zugestehen. Aber ich habe große Hoffnung, dass da wirklich, dass es hinterher gut aussieht. Was ich dieses Mal nicht mache, ist Glitzer oder Steinchen in die Mitte zu geben. Ich habe gedacht, einfach mal den Effekt wirken lassen und nicht die Gefahr eingehen, dass eventuell alles verrutscht ist oder so. Und ich wollte halt einfach mal schauen. Ne, das ist auch so ein bisschen Probelauf, weil ich wirklich den Effekt noch nie mit dem Pigment Drops gegossen habe. Und ich bin echt mega gespannt. Ja, die Form konnte noch ein bisschen mehr von dem Braun vertragen. Und ja, jetzt sind meine Formen voll. Ich habe keine Timelapse gemacht, weil ich brauchte mein Telefon. Aber ihr seht hier, wie das Harz gearbeitet hat. Und die Rückseite sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus. Also das hat da ordentlich rumgerödelt und ordentlich, ja, seine Effekte hoffentlich auch auf der Rückseite gemacht. So, und das ist nun der nächste Tag. Ich kann entformen, also ich hatte abends gegossen und am nächsten Tag konnte ich entformen. Morgens, dadurch, dass man tief gießt, die Rough and Tough Form ist 1,2 cm tief, kann man auch relativ schnell entformen. Und ihr seht, das Ganze ist auch wirklich ausgehärtet, da ist nichts mehr weich. Und ich bin jetzt mal mega gespannt auf das Ergebnis, was rausgekommen ist. Und schaut mal da. Okay, ich hätte vielleicht doch Glitzer in die Mitte geben können, aber wie gesagt, ich wollte es mal ohne versuchen. Ich finde die weißen Crackles, also diesen Crushed Ice Larimar-Effekt, finde ich wirklich sehr, sehr toll. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Und mit dem Braun, finde ich, gibt das sehr viel Tiefe. Also mir gefällt diese Kombination sehr gut und ich werde das sicherlich auch noch mal in einer anderen Farbe machen. So, und mit dem Endergebnis verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich sag mal, bis dann, passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.